as a surrender to the rush of day, when the heat of the rolling world can be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be. Herzlichen Dank, vielen herzlichen Dank. Sandra Seiwald. Sandra, ich weiß nicht, du spürst das jetzt wahrscheinlich, aber die sind alle von ihren Sitzen gesprungen jetzt hier im Studio. Wie auch schon beim ersten Casting, die erste Castingshow, das war überhaupt dein erster großer Auftritt. Du bist bisher eigentlich nur zu Hause gewesen und hast gesungen, oder? Ja, wir haben kleinere Feste und Messen gespielt, ja. Die Gudrun und ich. Und wir haben auch noch ganz viele andere Musiker, die oft mit uns gemeinsam spielen. Liebe Grüße. das war unser erster riesengroßer Auftritt. Und ich möchte mich bei allen bedanken, vor allem bei dem Team. Ihr seid alle wundervoll. Und vielen Dank an das Publikum. Ihr seid die Besten. Heute Abend noch größer, noch mehr Menschen, die stehen, noch mehr Menschen zu Hause. Was hat sich getan jetzt in den letzten Wochen seit der ersten Show und heute? Ich muss sagen, ich habe mein Ziel wirklich erreicht. Ich habe so viele Briefe bekommen und es sind so viele Menschen auf mich zugegangen. Und ich habe einfach diese Barriere, die es manchmal zwischen blinden und sehenden Menschen gibt, die habe ich für mich mit diesen Menschen, die mit mir Begegnungen haben, total zerstören können. Wir haben keine Barrieren mehr und das ist total super. Vielen Dank. Die Dame, die dich nicht nur am Klavier begleitet, muss man sich noch vorstellen, die Gudrun Topf, die steht jetzt neben dir, hat ganz feuchte Augen.
Ja, die Gudrun ist eine ganz, ganz wunderbare Pianistin. Ich bin total froh, dass ich sie kennengelernt habe, dass sie in meinem Leben gekommen ist. Ich habe mir immer eine Pianistin gewünscht. Das war wie vom Himmel. Und vielen Dank, Gudrun, dass du das alles mit mir machst. Ich bin total begeistert. Mal schauen, wie dieses Duo bei der Jury heute Abend angekommen ist, Doris. Ach, war das schön. Also bei mir auf alle Fälle richtig gut angekommen. Ich habe Gänsehaut und das letzte Mal ging Sido ja eigentlich ähnlich. Ja, Sandra hat dein Herz erwärmt, das kann man schon so sagen. Du warst so begeistert von ihr, denn sie hat keinen einzigen schiefen Ton gesungen, hast du das letzte Mal gesagt. Ja. Diesmal nehme ich an, sagst du genau dasselbe. Nee, diesmal habe ich einen gehört. Aber das nehme ich dir nicht übel. Darauf kommt es auch nicht die ganze, darauf kommt es auch wirklich nicht an. Es kommt darauf an, mit wie viel Gefühl singst du das und wo setzt du die gefühlvollen Stellen an in diesem Lied. Und das hast du komplett gut und perfekt umgesetzt. In meinen Augen und in meinen Ohren, das hast du großartig gemacht. Und nur damit du das nochmal weißt, die haben hier alle gestanden. Die ganze Halle, jeder hier im Publikum hat gestanden und die applaudiert. Und genauso sehe ich das auch. Das war großartig. Vielen Dank. Wow. Für Sabine war Sandra eigentlich immer schon die beste Stimme der ganzen Show. Ist es diesmal genauso? Empfindest du das nach diesem Auftritt auch noch? Ich muss ganz ehrlich sein, Sandra, du reißt uns das Herz auf mit deiner Stimme. Es ist wirklich so schön und so zauberhaft, wie du singst. Und ich glaube auch, du bist ein riesengroßes Vorbild für ganz viele Menschen, die jetzt zuschauen. Und ich glaube, es kommt noch ganz viel Post auf dich zu. Und das war ein sensationeller, schöner Auftritt und ich würde dich am Leben ganz fest in die Arme nehmen. Danke. Ich will mich auch nochmal bedanken bei den Zuschauern, die dich wieder zurückgewählt haben hier in die Sendung. Genau. Weil du bist von den Zuschauern wieder hierher gewählt worden. Und wenn wir dich hier nicht wieder gesehen hätten, dann hätte ich mich vielleicht geärgert. Ich hätte auf jeden Fall was verpasst. Die Songwahl heute war auch großartig. Danke. Also was ist hier? Wie sehen denn die anderen Herrschaften an dem Tisch? Naja, genau so. Ich habe mich damals nicht durchgesetzt bei dem ersten Casting. Aber ich bin so glücklich, dass ich dich zum zweiten Mal hier sehe, dass die Zuschauer dich reingewählt haben. Und ich glaube, dass in deinem Leben musst du wirklich sehr, sehr viel bewältigen. Aber, und das ist sicher, sicher sehr, sehr schwer und nicht einfach. Aber wenn du auf der Bühne stehst, bist du in einem anderen Welt. Und hier hast du das Sagen. Hier bist du ein Star. Sandra, ein absoluter Star hier bei der großen Chance. Sie zu Hause, Sie bestimmen natürlich, wer es heute weiterschafft ins große Finale. Ihr seid quasi die Unterstützung fürs Publikum zu Hause. Und ihr gebt jetzt eure Stimmen ab. Bernhard, du darfst als Erster drücken. Ich habe dem nichts hinzuzufügen, außer dass du dich gesteigert hast noch dazu vom letzten Mal. Das hat man gemerkt. Ein Grün. Plus. Ein Plus von mir. Noch ein Plus. Ein Plus von Bernhard, ein Plus noch von Marina. Noch ein Plus und vier Plus. Juhu, vier Plus von der Jury. Gratulation, Sandra. Danke. Vielen Dank, Österreich.